Heute habe ich im Adventkalender was ganz Besonderes, was Kleines und Feines aus Italien von Viper, und zwar ein Skinner mit sehr, sehr schöner, sehr schön verarbeiteter Lederscheide, ein sehr kleines Messer, und wenn es dich interessiert, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Das Teil ist was Besonderes. Ja, also ist klar, ich bin mir sicher, dass es nicht für alle passt. Aber das ist bei manchen Messern so, die exotischer sind. Ich kenne das ja zum Beispiel von unseren Messern, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, von Knives 4, unseren Hawk, Stitch und Raptor, billige Eigenwerbung, gebe ich natürlich auch den Link. Auch die haben eine ganz eigenartige Form, und das mag man oder mag man nicht. Hier haben wir einen Skinner und mit Hirschbesatz, sehr, sehr schön, sehr elegant gemacht. Und wenn du das anschaust, also das ist einfach optisch nett und passt auch irgendwie thematisch, ne? Wenn man wild skinnt, zerwirkt, weiß nicht, wie auch immer man das jetzt nennen mag, dann passt das ganz gut dazu. Liegt schön in der Hand, auch diese Ausbuchtung hier finde ich sehr gut, denn damit brauchst du das nicht immer festhalten, sondern du kannst es, also es ist so ein, es ist wirklich sehr schön ausbalanciert, sehr weit nach hinten logischerweise, ist ganz klar, und diese Schneidbewegung, die man machen müsste jetzt beim Skinnen, ne? Anziehen und immer schön vorsichtig, das passt ganz gut dazu. Scharf, sehr scharf, ist klar, muss es auch sein, sonst würde es beim Fleischarbeiten natürlich jetzt nicht allzu viel hermachen. Ich glaube, dass das ein Hohlschliff ist, würde irgendwie gut dazu passen für die Fleischverarbeitung. Dann noch einmal eine sekundäre Phase drauf, alles cool. Ich muss gestehen, dass ich die Stahlsorte gar nicht weiß, aber wir haben das Messer jetzt aktuell in der Adventsaktion, gebe ich da unten den Link, schaust du an, da sind auch die technischen Daten. Hier hinten wäre ein ganz kleiner Bereich, wirklich ganz kleiner Bereich für ein Lanyard. Um es dann noch einmal ein bisschen zu verlängern, weil das Thema bei diesem Dreifingermesser oder Zweieinhalbfingermesser ist halt immer, was magst du mit dem Kleinen? Ich habe Medium-Hände, aber wenn du richtige Pranken hast, dann ist das vielleicht zu wenig. Da möchte ich aber hinzufügen, dass aufgrund dieses Designs hier, ja, des Elements hier, das ist wirklich sehr nett. Also dadurch hast du wirklich was in der Hand, was bei so kleinen Messern oft gar nicht der Fall ist. Gut, aber jetzt zurück zum Thema. Ich habe jetzt das gelobt und es ist super, ist wunderbar, aber es gibt auch zwei Dinge, die mich nerven. Das Chimping, aber über das meine ich gar nicht, sondern es ist halt so, dass unsere italienischen Freunde hier ein bisschen, zumindest bei dem Exemplar, das ich hier habe, nicht sonderlich brav beim Arbeiten waren. Was bedeutet das? Hier an der Kante, das haben sie nicht abgeflacht. Also fürs Feuerstahl bedienen wäre das super. Ja, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber im Endeffekt, das ist hier scharf. Das bedeutet, du hast das Messer, liegt gut in der Hand, und wenn du dann ein bisschen Druck aufmachst, ich meine, klar, man braucht da jetzt so richtig niederdrucken, wie bei Holzarbeiten zum Beispiel. Ne? Aber dennoch, es hat irgendwie, wenn das abgerundet wäre, das ist super. Du siehst ja, der Stahl steht etwas über diese Hirschhorngriffe drüber, und das merkt man einfach. Also das hätten sie ein bisschen schöner ausarbeiten können, ist meine Meinung dazu. Das Chimping, ich hätte es nicht gemacht, aber wenn sie unbedingt wollen, dann sei es drum. Was sie aber wiederum sehr gut gemacht haben, und da muss ich sie loben, wirklich, unsere italienischen Freunde von Viper, dieses Element hier, das haben sie abgerundet. Das heißt, du kannst dich hier fix nicht schneiden. Ich habe mich fix nicht bei dem Messer geschnitten, sondern bei einer Heftklammer. Ja, tut mir leid, habe ich mir reingestochen. Kann auch einmal passieren. Nein, aber es ist ernsthaft, das ist so schön gemacht, und auch der Anschliff beginnt erst etwas weiter vorne, dass hier keine Verletzungsgefahr besteht. Und das finde ich gut, denn ich habe ja schon viele andere Messer vorgestellt. Wie hat das eine geheißen, dieses Survival-Spezialmesser von irgendeinem Spezialisten von Benchmade, glaube ich. Ja. Hier am Kanal habe ich das vorgestellt. Das ist gemeingefährlich, dieses Messer. Das ist gemeingefährlich, weil du dir hier an der Kante einfach den Finger aufschneidest. Das haben die gut gemacht, da gibt es überhaupt nichts zum Sempern. Und wegen Sempern und wegen dieser Kante, der Preis von dem Messer ist halt auch wirklich überschaubar, ne? Weil du kriegst eine sehr, sehr schöne Lederscheide mit dabei, auch mit einem Gürtelclip dazu. Ich bin ja nicht so der Lederscheidenfreund, aber ich muss wirklich, ich mag Kunststoffscheiden lieber, aber man muss eins schon sagen, das passt halt zu diesem Messer ideal dazu. Hier eine Gürtelschlaufe, ja, zum seitlichen Tragen,
dann so aufmachen und herausziehen, wobei man das Messer ja eh nicht schnell ziehen muss, ja, weil ans Kinder, so, ich muss jetzt ganz schnell das elektrische Riskinnen enthalten, weil, sonst kommen die Fliegen, wobei die kommen so oder so. Nein, lange Rede, kurzer Sinn, sehr nettes, kleines, liebes Messer, gefällt mir irrsinnig gut und ist auch so ein Hingucker. Wenn du Erfahrungen hast mit solchen Skinnern, dann schreib uns gerne einen Kommentar, ob diese Form wirklich was taugt und sowieso und überhaupt. Und einmal noch, billige Eigenwerbung, gib dir natürlich den Link zu mir in den Shop. Wir haben es gerade in Adventaktion, günstiger wird es nicht. Und wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, gib dir den Link auch zu unseren Old Carry Scheiden, zu unseren Messern. Beaver, Irbis, Bush Backup, Stitch, Hawk etc. pp. Und natürlich auch unseren Scheiden, zum Beispiel für das Böker, das neue Böker Kalaschnikow, für Lederman und sowas und überhaupt. Und danke, dass du dabei warst. Bis morgen und schönen Tag. Ciao, ciao.